So, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19, hier mit unserem neuen zweiten Drescher. Wo ich jetzt natürlich erstmal aufpassen darf, dass ich den nicht auf die Seite lege. Vor allem, wenn hier so eine Chaoten angedüst kommen. Wir fahren weiter. Wir wollen gucken, ob die Sojabohnenfelder fertig sind. Och nee, komm schon. Und noch ein Auto. Ernsthaft? Ihr wollt mich doch verarschen jetzt. So, die sind leider auch noch nicht fertig. Ist eigentlich schade, aber da stellen wir uns halt im Drescher da hinten perfekt hin. Dass er abernten kann, so wie die Felder fertig sind. Und ja, wir fahren jetzt einfach auf der Wiese, ist mir scheißegal. Und da war schon was fertig. So, ich switche jetzt einfach mal, denn ganz ehrlich, irgendwann nervt das hoch. Tja, aber das Zuckerrohrfeld hier, ja, das wird dann schön groß. Muss ich nur einen größeren Anhänger holen zum Abernten. Hier einsteigen. Ja. So, wir haben jetzt knapp die Hälfte, etwas über die. Ui, da ist er schon gewachsen. Geil. Geil, geil. Hätte ich nicht gedacht. So, hier, ey, du sollst einsteigen und kein Blödsinn machen. Ja. Genau, wir müssen dann erstmal gucken, welches Feld wir uns überhaupt kaufen. Ich denke mal, es wird eins da drüben sein, so ein kleines. So, jetzt müssen wir den hier kurz wegfahren. Nicht zu schnell, nicht dass unsere Ladung noch flöten geht. So, der hat einen fast vollen Dingstank. Und ihr legt endlich mal Eier. Hier. Nee. Hä? Ach so. Genau. Wir wollten gucken. Das ist ein großes Feld. Ja gut, da hinten müsste ich dann eher die Bäume wegmachen. Allerdings, das wäre eine Option, wenn die Bäume weg sind, könnte man dort was hinsetzen.
Oder man kann es so hinsetzen, trotz Bäume. Schwierig, schwierig. Ach, da, nee, da ist ein Hochstand, da will ich nichts hinsetzen. Hochstände sind cool. Denn ich kenne, in meinem Freundeskreis gibt es einen Jäger und ja, mehr sage ich nicht dazu. jetzt bin ich aber am Überlegen. Ich habe zwei von diesen Anhängern. Und die sind schon groß. Ich glaube, ich werde die wohl verkaufen müssen und noch größeren holen. Denn ja, das ist ja dann doch schon ein ordentliches Feld. So, das Rohr ist natürlich wieder da, wo es Erntegut ist. Dafür kann ich jetzt nichts, dass ich hier rüberfahren muss. So, genau. Wo könnte man die Pferdekoppel noch hinbauen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es einfach nicht. Hier vorne ist zu wenig Platz. Den Hochstand dort will ich nicht wegnehmen. Ich könnte vielleicht das kleine Feld dort komplett kaputt machen und dort die Tier, naja, hier die den Pferdestall hinstellen. Das wäre noch eine Option. Ja, dazu müssen wir aber was anderes machen, und zwar das da. Ja gut, aber wartet mal, das ist das Falsche. Ich wollte hier rüber zu dem Kleinfeld. Nee, wir drehen die Kamera in diese Richtung. Anheben, absenken, abgleichen, planieren, verschieben, Landschaftsbaumodus ändern, Bodentyp. Bodentyp ändern. Krass. Jetzt ist die Frage. Krieg ich das so hin, ohne die Straße kaputt zu machen? Ey! Das sieht scheiße aus. Das auch. Na, das erst recht. Aber das hier ist doch das Richtige. Cool. Kann selbst Wiese damit wegmachen. Tja, das ist jetzt eigentlich alles Wiese hier. So, dann ah ja, gut. So hätte ich es natürlich auch machen können. Landschaftsbaumodus ändern. Was passiert, wenn ich jetzt angleichen? Ich will auf diese Höhe kommen.
scheint alles soweit gleich zu sein. Ja, es ist auf jeden Fall Gras. Sieht zwar nicht ganz so schön aus, aber wir haben jetzt Platz. Tierhaltung. Großer Pferdestall. Warum kollidiert das mit was denn? Mit was kollidiert das denn? So, wir haben unseren Pferdestall. Jetzt muss ich erstmal gucken. Das ist Wasser. Das ist Nahrung. Das keine Ahnung. Oh Leute, ist das der Eingang? Tatsache. Ja, gut. Das, was ich hier machen kann, weiß ich noch nicht. So, dann werden wir doch nochmal in den Landschaftsbaumodus wechseln. Kurz drehen. Das können wir ein bisschen kleiner machen. Noch ein Stück kleiner. So. Dann Modifikation ändern. Genau. Und wo war das? Da. X. Bodentyp. Ist das das? Ja, das müsste das sein. Nee, nicht ganz. Es muss ein Stück. Nein, ein Stück dunkler sein. Da haben wir's. Wir wollen einen wunderschönen Weg nämlich haben. Also ich möchte das gerne haben. Steht natürlich das Kackauto im Weg. So. Wir laufen hier lang. Und hier lang und ja, sehr schön. Pferde. Tiermenü öffnen. Ich kenne mich mit Pferden nicht aus. Das ist eine Kuh und kein Pferd. Was ist davon jetzt männlich und was ist weiblich? Oh. Gute Frage. Die wird aber in der nächsten Folge beantwortet. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was männlich, was weiblich ist und welche Pferde ich nehmen soll. Ich warte bis zu dieser Folge ab und dann werde ich mir die Kommentare durchlesen und das, was ihr mir in die Kommentare schreibt, werde ich dann auch kaufen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.